Was ist denn der Flugplatz? Was ist das da? Nee. Ah, nee, da links. Uah. So, wow. So, geschafft. Danke, dass Sie bei Trevor Airlines mitgeflogen sind. Uah. Kann ich den da jetzt abstellen? Doch, da ist doch der Hangar, da müsste ich das doch abstellen können. Uah. Boah, es ist ein fettes Teil. Na, verdammt, jetzt bin ich rechts hängen geblieben. Kann das sein? Ja, geht schon. Passt schon, wir steigen da jetzt aus. Steigt doch jetzt aus, oder? Nein, ich komme da nicht raus. Das ist dem egal. Flüge, die du auf Webseiten gekauft hast oder die du gelandet hast, werden hier eingelagert. Jo. Funktioniert wunderbar. So. Boah. Dann, wollte ich ja jetzt hier hin. Jetzt muss ich dann noch irgendwie hinkommen. Ach komm, wir wechseln jetzt auf den Heli. Moment, ich wollte schauen. Ne, ich habe kein, Dingens, wie nennt sich's? Fallschirm. Weil das wäre dann rechts unten an dem Dingens, wäre das dann markiert. Kann ich ja zeigen, wenn wir mal einen haben. Halt, ach Schmarrn, da lang muss ich. So. Ah, sehr schön. Das gefällt mir, ein bisschen zu rumfliegen. Das habe ich in San Andreas damals auch immer gegen gemacht. Wo ist denn der Typ hier? Ah, nach unten bitte. Irgendwo hier ist er. Ich habe schon gehört. Oh, ich bin etwas durchlöchert. Eine Polizei noch. Ah, da. Ah, da. Hey, bud. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Is the season for it. I don't give a shit about no season. Ah, oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Okay. Jagd in der Nachbarschaft. Okay, Folge Cletus. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Entschuldigung, wurde gerade unterbrochen. Jetzt geht's weiter. Okay. You see them three big satellite dishes? A decent shot and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother. Ja, nee. And most of the other half already did. Screw them. Die Satelliten. Ach, jetzt darf ich. Hä? Wo ist das jetzt? Meinte schon die da? Ne, wenn ich auf die Minimap schaue, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Es muss irgendwo hier sein. Bin ich jetzt blind? How long does it take? Den sehe ich gerade. Ich schaue mal die anderen an. Vielleicht sieht man die besser. Ach da! So schauen die aus. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Ah, da ist einer. Yeah, that's it. Give him hell. Und? Den sehe ich irgendwie gar nicht. Ach, da! Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy day, Cletus. No denying that.
Don't even try. Lass uns gehen zum Motel. So, what now? We gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Mit dem da? Ain't she a beauty? Drives like a dream. Komm. Cooles Teil. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. Boah, krass. Yeah, go easy on her. Es geht ziemlich. So, ich glaube, das kann auch laufen. Be lucky if we make it there today on foot. Here we are. Bist du da schon hochklietest? You never shut out the tires on a car before? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Oh ja, das habe ich auch gern gemacht früher. Also, in GTA. And I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old fashioned fun. Huch. Schieße frei vorbeifahren. Da. Huch. Andersrum. Ding, ding. And again, Trevor. Na, scheiße. Das gibt's doch nicht. Okay, brauche Autos. Ah, drüben kommt eins. Das wird ziemlich lahm. I never knew you were such an agitator, Cletus. Nice! Go on, one more, just for the hell of it. Na! 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 Everybody can paint the body work. Na! Das gibt's doch nicht. Ich sehe es einfach nicht richtig. Da ist noch einer. Den habe ich schon. Man, not too bad, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Okay, in der Dunkelheit ist auch ein bisschen schwer, was zu sehen. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Natürlich. Jetzt move dich, sonst schieße ich dir in deinen Arsch. We'll get a better shot from up here. Okay. Wer es asozial zu sein, ist alleine nur halb so lustig. Das ist leicht widersprüchlich, aber egal. Darf ich jetzt Kojoten erschießen? Das sehe ich doch gleich welche. Guck. Oh, ich muss jetzt mal warten, bis ich darf. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. So, kann ich eigentlich zwei auf einmal erledigen? Komm. Ha! Sing to me now, song dog! And another! Ah. Damn varmints always get the trash and chicken. Worst thing about the Alamo Sea, coyotes. I don't know. I can think of a couple more things. Da kommen sie wieder. Like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. What? Das war's mit dem. Das waren alle. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Palito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Cool.
Bestanden. Zielübungen. 2 für 1. Hilfe, Hilfe. 30%. Schlechte Verbindung. 0 von 3. Hä? Ich hab doch alle... Ich verstehe es nicht. Okay, das mit 2 von 1, das wollte ich auswählen, aber hat nicht so ganz geklappt. So. Huch. Schau mal. Hi, Cletus. Woo! No harm done. Entschuldigung. Get the fuck out of my way. Charming as always. Sonst habe ich hier nichts hinter. Nee, hier habe ich noch so ein Bootsrennserien, genau. Was habe ich hier eigentlich? Das ist ein Motorrad Quad. Huki, 600.000. Nee, so viel Kohle habe ich gerade nicht. Fremde und Freaks. Oder ich mache mal wieder wirklich Trevor-Mission. Oder ein Rampage. Oder. Ich kaufe Immobilien. Was, hä, warum ist das eine ausgegraut? Downtown Cap 200.000. Und das ist... Immobilie Pitcher 750.000. Warum ist das eine aber ausgegraut? Das ist nicht ausgegraut. Feldhangar. Den hätten wir jetzt eigentlich auch kaufen können. Dann hätten wir, okay, dann hätten wir 2 Flugplätze. Einen hätte auch gereicht. Komm, wir gehen dahin, schnappen uns einen Heli und fliegen zurück nach Los Santos. Ist das fahrbar oder ist das eine... Ist fahrbar. Naja, fahrbar ist sie auch relativ. Ich mach mal Radio aus. So, wenden. Wendemanöver. Da können Sie mal probieren, zum Hangar zu fahren. Zum Hangar zu fahren. Ich muss gerade an was anderes denken und das muss ich auch ausprobieren. Ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt erzähle. Weil normalerweise, am Anfang gab es ja diese komischen Streifen immer. Und damit das eben nicht passiert, habe ich jetzt oft mal einfach... Ach cool, da steht der Flieger. Habe ich oftmals, Was nehmen wir eigentlich? Flugzeug oder Heli? Ich nehme Heli. Habe ich oftmals ein Dingens, einfach die Aufnahme unterbrochen, dann den PC einfach neu gestartet und dann weiter aufgenommen. Und jetzt will ich mal probieren, ob diese Streifen wieder auftauchen. Also falls sie auftauchen, tut es mir leid. Dann werde ich natürlich wieder neu starten, damit es weggeht. Aber ja, wenn es nicht weggeht, dann bin ich glücklich und verdammt, jetzt viel Nebel. Und wir können es mal so beibehalten, damit ich mal einfach länger aufnehmen kann. Weil normalerweise so zwischen 30 und 40 Minuten kommen dann irgendwann mal die Streifen. Habe ich so festgestellt. Und deswegen habe ich da immer dann angefangen, einfach mal neu zu starten. So sicherheitshalber, provisorisch. Und wir überschreiten bald die 30-Minuten-Grenze. Ich nehme an, das liegt auch in der Aufnahmemethode, wie ich das hier mache. Also ich habe noch keine bessere gefunden. So, mit dem Heli geht es aber ziemlich flott hier durch die Straßen. Durch die Straßen, vor allem über die Straßen hinweg hier. Na, zieh hoch. Ich finde es eigentlich cool, dass trotzdem noch so ein bisschen Hintergrundmusik da ist. Das war in den anderen GTA-Teilen nicht. Also jetzt nicht Radio, sondern einfach ein bisschen so Hintergrundgedudel. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Dann hat man wenigstens ein bisschen was zum Lauschen. Das heißt, wenn man nicht im Auto hockt oder durch die Prärie läuft. Das hat mich auch so bei den anderen Teilen gestört. Ein bisschen. Dass einfach nichts da ist. An Musik. Okay, ist natürlich nicht realistisch, weil woher soll jetzt die Musik kommen, aber verdammt, das ist ein Spiel, was, ja. Realismus ist hier relativ. Warum hier? Wo lande ich vor allem hier? Ich lande mal da drüben. So, hä? Wo ist der jetzt? Ich lande mal auf dem Haus da. Ich glaube, da in der Nähe ist der auch. So. Ich glaube, ich lande sogar auf dem Haus von dem Fragezeichen.
wonderful. A veritable treasure trove. That's a perfectly good sock. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? Andrew! You like that? Oh. Stop! Oh, hey! Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Okay. A pair of fruitcakes. Ja, da stimme ich zu. Neuer Kontakt, Nigel.